Mit so ein halbes Herz, ne? Nö, ich lauf unten ohne rum. Also Hosen sind für mich gar keine Option, das geht nicht. Das ist, das steht komplett außer Frage. Hey ho, Freunde, mein Name ist Alex, ihr seid auf ChatFreeFilm und heute habe ich eine neue Folge Minecraft Sunrise für euch. Mit dabei ist natürlich Luca. Hallöchen, Luca. Hallo. Oh ja, juhu. Du müsstest ja eigentlich nicht sterben. Ja, du hast ja doch geschlagen. What? Ist ja tot? Weiß ich nicht, hinterher springen. Juhu, Geronimo. Oh, ich habe jetzt so ein halbes Herz, ne? Okay. Der hat auch überlebt. Schade, ich hatte gehofft. Ich frag mich gerade, wie... Steckt mich doch nicht so. Ich frage mich gerade, wie ich das hier am besten und am schlauesten machen soll. Aber ich glaube, ich habe eine ganz gute Idee. Du kannst mir jetzt beim Bauen helfen oder. Nee, geh mal Stripmine. Das wird noch mehr helfen, glaube ich. Perfekt. Aber wir haben so wenig Eisen. Ja, dann geh erstmal mit Stein. Eisenfarbe, dann komm wieder, wenn du Eisen hast und mach dir eine Dia-Spielzack und so. Ja, Frage ist nur, ich muss mal kurz gucken. 1, 2, 3 auf hier. Wo kann das denn sein? Moment, ja, es ist ja 9 breit, also muss 3 auf jeder Seite tief gehen, um in die Mitte zu kommen. 1, 2, 3. Jetzt sind wir ein vor der Mitte. Dann ist hier nämlich die Mitte. Zack. Da bauen wir eine kleine Plattform rein, haben wir gesagt. Und dann bauen wir ganz normal weiter. Wo gehe ich denn am besten ins Stripline? Kannst eigentlich da, wo das zugebaut ist, in unserer Bude, da einfach langlaufen und dann nach unten gehen. Dann. Die Höhle habe ich schon komplett gelootet, also gerab ich da irgendwo lang, beziehungsweise ich habe ja sogar schon Strip Money Gang. Warte mal kurz, dass ich hochkomme, dass ich dir zeige, beziehungsweise das heißt Strip Money Gang, da habe ich mir einfach schon angefangen runterzubauen. Du musst jetzt auch mal wieder finden, genau, der ist hier, also stell dich einfach hier hin und dann guckst du nach unten und dann siehst du es, den langen dunklen Gang darunter. Ja. Tschüss Luca, viel Spaß in der Mine. Ja. So, wir hatten ja noch ein Thema, was wir eigentlich schon letzte Folge ansprechen wollten, aber dann wurde ich so mitgerissen von deiner Eleganz, dass ich es ganz verpasst habe anzusprechen. Denn wir haben ja, wie ich glaube ich schon jetzt in jeder Endcard bisher gesagt habe, die 300 Abonnenten geknackt, was sehr, sehr fancy ist. Vielen Dank nochmal dafür. Und wir überlegen, ein Special zu machen. Jetzt ist nur die Sache, was für ein Special und ob überhaupt. Denn ich weiß nicht, so alle 100 Abos, wir hatten jetzt in 200 Abos, hatten wir eine ziemlich, ziemlich fette Verlosung. Deswegen da, sowas können wir natürlich nicht einfach so immer machen ohne einen Sponsor, das geht nicht. So viel Money haben wir dann auch nicht in der Bank. Aber die Idee dahinter war jetzt, beziehungsweise dass wir, oh, da habe ich eine Nachricht von meiner Freundin. Jetzt wisst ihr es alle. Eine Ewigkeit später. So, aber, jetzt bin ich da, hier, genau, so Special. Wenn, dann hatten wir die Idee, dass wir euch mal so ein bisschen zeigen, wie entsteht ein Video, also dass wir erstmal darauf eingehen, was haben wir hier eigentlich in Real Life wirklich stehen, das filmen wir dann auch alles ganz fancy und dann klären wir auf, was machen wir alles vor einem Video, wie bereiten wir uns darauf mental vor, miteinander konfrontiert zu sein, was ist das Post-Processing bei einem Video, wie wird das geschnitten, in welche Qualität schneiden wir es, womit schneiden wir es, wie machen wir Thumbnails, all sowas und dann auch vielleicht mal durchgehen, wie viel Zeit wir überhaupt dafür brauchen. Um euch das mal ein bisschen näher zu bringen, das wäre die Idee für das nächste Special, aber weil das wäre auf jeden Fall auch schon ein ziemlich aufwendiges Projekt, da wir logischerweise erstmal in Real Life alles ordentlich abfilmen müssten, dann müssten wir das wir müssten Aufnahmen mit aufnehmen oder schneiden von Aufnahmen aufnehmen und dann kommen wir in eine Inception und dann sterben wir alle. Nein, das nicht, aber es ist auf jeden Fall ein ziemlicher Zeitaufwand und da denke ich, dass das vielleicht eher angebracht ist, wenn wir da, falls wir überhaupt jemals höhere Abozahlen erreichen, kann ja auch sein, dass wir ab morgen wieder 0 Abonnenten haben, das wäre sehr schade, würde ich ziemlich weinen, Luca auch, hoffe ich mal. Ja, würdest du weinen? Ja. Sehr, okay, also Leute, wenn ihr nicht wollt, dass Luca weint, dann sagt allen euren Freunden, dass sie den Channel abonnieren sollen. Nur mal so nebenbei. Ja, aber zurück zum Thema. Das wäre tatsächlich halt vielleicht so groß, dass wir das uns dann für spätere Sachen aufheben würden. Deswegen kommt jetzt die Frage an euch. Was wollt ihr denn als Abonnenten-Special überhaupt sehen? Denn wir sind ja durch euch überhaupt erst so groß geworden. Und dann sollen wir euch doch auch einfach mal die Möglichkeit geben, selbst zu sagen, yo, ich fände das cool oder ich finde dies cool. Wollt ihr eine Verlosung haben oder ein Special-Video? Oder wollt ihr, dass wir irgendein Spiel anspielen? So, was ihr auch immer wollt. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Wir gucken mal, was dabei so rumkommt und ob wir das berücksichtigen können. Und falls ja, dann wird euer Kommentar natürlich auch eingeblendet. Und ich meine, dann habt ihr schon einiges beigetragen, weil dann entscheidet ihr sowas wie unser 300 Abonnenten Special oder ob es überhaupt alles geben soll, denn wenn nicht, dann warten wir noch ein bisschen ab, bis wir die 500 oder halt die 2 Millionen geknackt haben. Ich meine, ne, das haben wir eh innerhalb von ein paar Wochen geschafft und dann geht's ganz normal weiter. So, meine Spitzhacke ist kaputt gegangen, deswegen muss ich jetzt mal nach oben. Ich habe noch mal ein bisschen Eisen gefunden, gerade so viel, als dass ich noch mal mir eine neue Spitzhacke machen kann.
Ich hoffe mal, das passt alles so, wie ich es gebaut habe. Ja, das macht aber, glaube ich, Sinn. Okay. Ach so. Da muss ich jetzt nochmal meiner Freundin zurückschreiben. Jetzt bin ich aber natürlich ganz für dich da, Luca. Keine Sorge. Danke. Never forgetty. Also, ich warte nochmal kurz durch, bis wir nämlich noch ein bisschen mehr von dem wunderschönen Eisen haben. Und das Feld ist leider noch nicht gewachsen. Aber ich stelle mal ein paar Fackeln drumherum. Dann sollte das ja angeblich schneller wachsen. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht ist es auch nur ein Gerücht, man weiß es nicht. Wir werden es irgendwann mal sehen. Weil das Essen wird ja auch immer meine Leistung. Meine Güte, ist das nicht ja voll. So, jetzt wissen die auch, dass ich komplett geistig gestört bin, dass man lieber nicht in meine Nähe kommen sollte. Oh Gott. Moinchen. Hi. Och Mann. Okay. Sehr verstanden, Leute. Bin ich das hier super aufgehoben. So, das Eisen sollte jetzt eigentlich durch sein mit dem Schmalzen. Da müssen wir mal kurz gucken. Nein, noch nicht. Doch. Oh Gott. Ich mache Werbung. Nein, nein, das zensiere ich raus. Du machst hier keine Werbung. Ich meine, das geht ja wohl nicht. So, jetzt haben wir zwei Spitzhacken und dann würde ich sagen, geht's wieder ans Werk. Yay, beziehungsweise ich muss einfach eigentlich mal gucken, wie weit, also wie, nicht, dass ich jetzt schon so tief komme, dass, abonniert mich, schneid's raus, wenn du jetzt wie in den willst, lol. Als ob ich mir hier die Mühe mache zu schneiden oder die Mühe mache, dran zu zoomen. Ich mache doch auch nicht extra einen Chat auf, um da nochmal dran zu zoomen, damit alle Atanix abonnieren und ich... Verlinkt dich doch nicht in der Videobeschreibung. Pff, bist du Schwachsinn, so viel Mühe mache ich mir nicht. Ich muss mal kurz gucken. 1, 2, hier ist das der dritte. Ich grabe einfach mal zum Loch hin und guck mal, wie tief es noch ist. Also Vicky hat gesagt, dass die meistens nicht sterben, aber sonst können wir einfach wieder einen Block mehr hinmachen. Na, no. Ich bin doch ein bisschen beunruhigt, ich finde das Loch nicht. Aha, er findet das Loch nicht. Boah, der ist so schlecht, ne? Also wenn ich gerade nicht mein Headset auf hätte und mein Mikro vor mir, dann würde ich mich jetzt echt selbst dafür schlagen. Also ich hätte es auf jeden Fall verdient. Aber jetzt in meinem Retalk, ich find's Loch nicht. Hä? Hoppala, habe ich mich da vielleicht irgendwann mal in meiner Genius-Logik vertan und war nicht so ganz smart drauf? Das ist nämlich durchaus gut möglich. Ich greife mal hier lang rein. Hä? Ach, hier ist das Loch. Oh, okay, hab's gefunden. Und hier ist sich irgendwie mal lang oder rausgebuddelt. Schade, ich habe mich tatsächlich einvertan, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Oh, nee, oh, das geht noch. Ich habe das falsche Loch genommen. Hoppala. Skandal! Aber ich liege trotzdem noch einen Block nach rechts daneben. Das ist blöd. Wieso ist das denn so nah? Hä? Oh, juhu, noch mehr Eisen. Bin ich die eigentlich mal bald auf dir Höhe? Nein, 47, das dauert noch ein gutes Stück. Hast du schon was schmagotastisch Knuspriges gefunden, Luca? Ein bisschen Redstone, ein bisschen Gold. Okay, nice, nice. Hast du schon Eisen gefunden? Ja, auch ein bisschen, aber nicht so viel. Okay, okay. Ich habe ja nämlich nicht komplett an diesem Wasserding entlang gegraben, sondern eher ein Tick versetzt angefangen. Das ist ein bisschen schade. Aber naja, das geht schon klar. So, okay. Fackeln kommen auch weg. Frage schon, wie baue ich das am elegantesten nach unten? Verdammt, ich hätte nämlich eigentlich das alte Schema beibehalten. Ja, ach Gott, nein. Verdammt. Ich will nicht. Ja, auch ein bisschen tiefer und so. Ich behalte das alte Schema bei, mache ich einfach zu. Das habe ich nie gebaut, das war nie ein Fehler von mir. Zack, gibt's nicht. Siehst du. So, 1, 2, 3. Okay, und dann. Alter, wie habe ich das denn? Ich muss mal kurz auf mein Leben klarkommen. Immer 3 Stufen. Zack, 1, hier kommt noch eine Stufe hin, okay. So soll das passen, 2. Und dann bauen wir das jetzt zum 3x3 Feld aus. Ist an sich ja eigentlich verständlich, ne? Aber wenn man Alex heißt und doch schon inkompetent ist, dann, wird's schwer. Ich würde auch sagen, dass wir es dann also auch so als Haupttreppenhaus benutzen. Und, dann können wir einfach immer zu den Abzweigungen, weil es sind ja, du hast das noch nicht angeguckt, ne? Es gibt immer so 3x3 große Felder. Und da kann man einfach an den anderen Seiten 3x3 großen Gang, bauen, der halt woanders hin zeigt. Und dann können wir das eigentlich ganz elegant als Abzweig benutzen, um halt auch ein bisschen System drin zu haben. Ne? Dann würden wir so einen Kistenraum so ein bisschen weiter nach oben legen, weil da müssen wir schon häufiger dran. Dafür mit einem Farm oder sowas eher nach unten verlagern, weil da geht man ja jetzt schon seltener dran an Farm als an Kistenraum. Ha ja, die Welt ist gerettet. Wir werden überleben. Oh Gott. Willst du nochmal runterspringen und mir sagen, auf welche Höhe das ist? Nein, alles gut. Das tue ich gleich. Oder sterbe ich beim Aufprall? Ja, du sollst sterben. Zieh dir am besten einfach die Hose an oder so. Nö, ich laufe unten ohne rum. Also Hosen sind für mich gar keine Option. Das geht nicht. Das ist, das steht komplett außer Frage. Ich könnte auch mal mitzählen, wie weit ich mich gebohrt habe. Dann weiß ich nämlich Bescheid. Ich könnte mal nachdenken. Das sind ja 3. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, das ist schon eine weitere Abzweigung. Das geht schon klar. Gut, und umständlich habe ich mich als... Weißt du, ich habe ein ganz simples System, ne? Ein ganz simples. Und ich verkack's.
Weißt du, ich kann doch nicht mal ein Muster folgen. Das ist auch schon, das ist ein Talent, Luca. Ja. Ich habe mich gerade schon gewundert, so, hä? Hä? Wieso geht das so in eine Richtung? Was ist denn da falsch? Ich höre hier auch irgendwo ein Spooky Boy in der Nähe. Ha? Ha? Wer von euch wird den Witz wohl verstanden haben? Luca, du hast ihn verstanden, ne? Weiß ich nicht. Du benutzt doch auch, dein Gag ist doch auch praktisch dein Leben. Wenn ich sage Spooky Boy, sollte dann bei dir eigentlich alles läuten, was bei dir läuten kann. Okay, ich habe nur eine Klinge. Ich erkläre es dir nach der Folge. Ich habe aber nur eine Fackel. Nein. Habe ich Holz? Ja, ich habe Holz dabei. Aber keine Kohlen. Und 42 Fackeln. So. Ja, du bist auch nicht gut genug für Fackeln. Brauchst du nicht. Perfekto. Okay. So. Das heißt, ich mache es mal so, dass man bis nach hier unten läuft. Und dann können wir hier ein bisschen den Raum gleich aushöhlen. Und dann soll ich hier so ein kleines Plateau sein, wo man dran laufen kann, die ganzen Viecher drüber kloppen kann und Spaß haben kann. Oh ja, aber bau die mal noch nicht ab. Einen habe ich schon auch gebaut. Obwohl, okay, gut, bau die ab. Das lohnt sich eh noch nicht, dass wir, sag schnell, noch auf Glück 3 verzaubern, weil ich habe nur 15 Level und jetzt müssen wir die ganze Zeit farmen und das ist, also, XP, wirklich tryhard farmen, das geht ja auch nicht. Deswegen würde ich sagen, falls es euch gefallen hat, Leute, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, den Channel zu abonnieren, damit wir mehr Abonnenten bekommen als Konsti. Genau, wir wollen mehr Abonnenten als Konsti. Easy. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein. Tschüss. So Leute, da sind wir auf der Endcard. Links oben könnt ihr uns gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen und um uns zu unterstützen. Rechts oben werdet ihr die Playlist von Sunrester.0 sehen, wo jede Folge reingepackt wird, sodass ihr sie noch einmal schön am Stück durchgucken könnt. Und rechts unten seht ihr ein Video, was mindestens genauso knusprig ist wie dieses. Dann ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Haut rein. Tschüss.